Wir wollen uns kurz noch die Regelungsarten angucken. Es gibt im Wesentlichen drei, eigentlich gibt es mehr, wie wir einen DC-DC-Wandler regeln. Das heißt, es gibt die sogenannte Voltage-Mode-Regelung, Current-Mode-Regelung und Hysterese-Regelung. Von diesen dreien werden wir bloß zwei umsetzen. Das heißt, was wir machen werden, ist vor allem die Voltage-Mode-Regelung. Das ist das Intuitive. Werde ich Ihnen gleich nochmal aufmalen, wie wir sozusagen zu dem Blockschaltbild der Voltage-Mode-Regelung kommen. Sozusagen komplett intuitiv von dem, was wir gerade abgeleitet haben mit dem Kleinsignalsatzschaltbild für den Tiefsetzsteller. Die Hysterese-Regelung ist die am einfachsten umzusetzen ist. Dort haben wir im Prinzip eine Ausgangsspannung, die wird gemessen und Sie vergleichen, ist die größer oder kleiner als ein Referenzwert. Wenn sie größer ist als der Referenzwert, schalten Sie aus. Ist sie kleiner als der Referenzwert, schalten Sie ein. Und Sie haben dann ein selbst oszillierendes System und müssen eine Hysterese-Spannung vorgeben, das heißt eine Schwankungsbreite, in der die Ausgangsspannung liegen darf und das oszilliert automatisch hin und her, ist aber kein PWM-Betrieb im eigentlichen Sinne, sondern ist eine selbst oszillierende Schaltung, aber relativ einfach umzusetzen. Die Voltage-Mode-Regelung hingegen ist so das Klassische, das heißt direkt der Fehlerverstärker geht mit seinem Ausgangssignal auf den PWM-Modulator drauf, erzeugt damit das Tastverhältnis, damit werden die Schalter angesteuert und dann gibt es noch die Current-Mode-Regelung, da gibt es auch unterschiedliche Ausführungen, bei der haben Sie mehr oder weniger einen zweischleifigen Regelkreis, Sie regeln indirekt über den Strom die Ausgangsspannung, ist aber eine sehr klassische Methode in der Leistungselektronik, das heißt, Sie haben einen zweischleifigen Regelkreis. Auf der einen Seite den Spannungsregelkreis. Der Spannungsregelkreis gibt aber vor den Referenzwert für den Stromregelkreis und der Strom regelt dann indirekt das Tastverhältnis. Das ist die Current-Mode-Regelung. Die hat ein paar Vorteile, wird deswegen häufig eingesetzt, ist eigentlich vielleicht sogar häufiger als die Voltage-Mode-Regelung, aber auch Nachteile machen wir nicht. Ist zwar einfacher, sozusagen empirisch den Regler auszulegen, weil das System bloß erste Ordnung ist, aber von der Modellierung her etwas aufwendiger, weil sie in zweischleifig. Kurz ein Beispiel an, wie Sie es tatsächlich umsetzen werden, ist hier dargestellt aus dem Punkt. Das heißt, wir haben hier den Tiefsetzsteller und so, wenn wir es umsetzen, auf dem Board, was Sie haben, ist der Treiber vorhanden. Wir haben dann die Leistungsschaltung drauf. Wobei wir einen Synchrongleichrichter benutzen, das hat den Vorteil, wenn Sie den Synchrongleichrichter benutzen, dann stimmen unsere Average-Modelle direkt damit überein, weil beim Synchrongleichrichter gibt es keinen DCM-Modus, dann ändert sich natürlich auch das Modell nicht. Und dann werden Sie hier eine Ausgangsspannungsmessung haben, die geht jetzt hier auf einen Fehlerverstärker. Der wird mit dem OP realisiert sein bei der analogen Regelung. Das könnte hier zum Beispiel sein, irgendein PI-Regler oder ein PID-Regler, wobei man häufig einen PIT1 oder PIDT1-Regler nimmt. Das heißt, Sie werden hier zum Beispiel Z1 haben, ein Widerstand, Z2 die Serienschaltung aus Widerstand und Kondensator. Dann haben Sie hier einen PI-Regler, hätten Sie dann gebaut. Das erzeugt dann eine Steuerspannung, hier VE genannt, das ist die Ausgangsspannung des Regelverstärkers, die wird verglichen mit einem Sägezahnsignal, was jetzt hier, wie dargestellt, erzeugt wird, indem sozusagen ein Kondensator über einen Widerstand aufgeladen wird und periodisch mit so einem Clocktakt der Kondensator entladen wird. Und wenn Sie dann hier auf eine Spannung aufladen, die viel, viel kleiner ist als die Spannung, die Sie hier an dem Widerstand anlegen, sind Sie in dem Bereich der linearen Ladung des Kondensators. Das heißt, wir wissen ja, ein Kondensator lädt sich so nach einer E-Funktion auf. Das heißt, Sie haben so eine E-Funktion, nach der sich das aufladen wird. Und wenn Sie jetzt hier sozusagen früher ausschalten in diesem Bereich, dann sind wir hier ungefähr dort, wo wir noch so einen linearen Anstieg haben. Wir werden es komplett linear realisieren, das heißt, bei uns werden wir das so machen, wir werden eine Stromquelle haben, die einen Kondensator lädt und dann über einen Schalter, der aus dem PSOC, aus dem Portpin rauskommt, das entladen. Das heißt, wir haben dort eine Stromquelle, der hat nicht einen DA-Wandler mit einem Stromquellenausgang, wo dieser Strom konstant ist, lädt dann den Kondensator auf und durch das Schließen dieses Schalters können wir dann an der Stelle die sozusagen den Sägezahn erzeugen. Hat den Vorteil, Sie können über die Wahl der Tastfrequenz und den Wert dieses konstanten Stroms dann beliebig sozusagen Ihr sägezahnförmiges Signal einstellen, ohne dass Sie irgendwelche Schaltungsparameter ändern müssen. Das heißt, will ich größeres Signal haben an der Stelle, muss ich den Strom halt größer machen und andere Taktfrequenz erreichen Sie über ein anderes Clock-Signal, mit dem Sie das hier ansteuern werden. Und so werden wir das umsetzen und tatsächlich, das wird das sein, was wir umsetzen. Jetzt gucken wir uns das kurz an aus regelungstechnischer Sicht, wie das aussieht.
Und dann sind wir fertig für heute. Das heißt, diese Voltage-Mode-Regelung als regelungstechnisches System wenn wir das betrachten, dann werden wir erstmal ausgehen von dem, was wir vorher hergeleitet haben, sozusagen diese Übertragungsfunktion aus den zwei Blöcken. Das heißt, tatsächlich hatten wir dieses Modell. Und wenn wir das nehmen, wird das sozusagen ein Teil unseres Gesamtsystems sein. Das ist also hier eigentlich die Leistungsstufe, die wir beeinflussen können in den unteren Teil. Und das andere ist eine zusätzliche Übertragungsfunktion, jetzt hier irgendwie eine Störübertragungsfunktion, die beschreibt, wie dieses Eingangssignal auf das Ausgangssignal wirkt. Das heißt, das wird das für die Modellierung sein. Das heißt, wir haben hier einerseits diese Input-Output-Übertragungsfunktion. Das ist jetzt nicht im Skript drin, deswegen das werden Sie nicht finden. GUE von S. Das erzeugt hier einen Einfluss auf die Ausgangsspannung. Delta UA Mittel von S. Dort geht die Eingangsspannung Delta UE rein. Und dann haben wir hier den zweiten Block. Das ist die Steuerübertragungsfunktion, also diese Control-to-Output-Übertragungsfunktion GD von S. Dort wird das Tastverhältnis D-Mittel reingehen. Und tatsächlich werden Sie jetzt Folgendes haben. Ich werde hier eine Messung haben von der Ausgangsgröße. Das ist jetzt irgendein Faktor K. Und diese Messung ist jetzt, wenn wir in unser Skript zurückgehen, die wird nichts anderes sein als dieser Block, dieser Spannungsteiler hier. Das heißt tatsächlich, hier habe ich einen Spannungsteiler. Und ich kriege hier an dieser Stelle eine Spannung, die runtergeteilt ist. Diese Spannung hier VA bezeichnet ist, wenn wir das hier oben UA nennen, ist R, hier unten steht es ja an der Stelle, nee, das ist VSP, die runtergeteilte ist R2 durch R1 plus R2 mal UA. Und dann ist das hier der Faktor K sozusagen in diesem Ersatzschaltbild. So kommen Sie zu diesem Faktor. Dann haben wir hier diesen Fehlerverstärker. Haben wir kennengelernt in der Regelungstechnik und in der Elektronikvorlesung, wie wir den mit dem OP realisieren können. Der wird dann an dieser Stelle den Soll-Ist-Wert-Vergleich durchführen. Das heißt, wir haben dort das Referenzsignal, das wird durch eine Spannungsquelle realisiert, im Analogen durch eine Referenzspannungsquelle, digital halt durch einen Zahlenwert. Und dann haben wir dort die Reglerübertragungsfunktion irgendwo GR von S. Da müssen wir halt die OP-Schaltung betrachten. Im Skript sind die drin für den I-Regler, PIT1 und PIDT1-Regler. Und dann werden Sie dort hier den Block haben für Ihren PWM-Modulator. Das heißt 1 durch UR Max. Und so sind wir dann an dieser Stelle zu dem Modell gekommen. Das ist dann sozusagen der DC-DC-Wandler als Regelkreis in dieser Voltage-Mode-Regelung. Das heißt tatsächlich Ausgangsspannung gemessen über diesen K-Faktor, der jetzt hier aus dem Spannungsteiler kommt. Dann hier eine OP-Schaltung. Hier den Pulsweitenmodulator mit diesem Maximalwert U-Max-R als Faktor drin. Dann haben wir dort das mittlere Tastverhältnis. Das geht dann auf diese Control-to-Output-Übertragungsfunktion heraus und erzeugt dann die Ausgangsspannung. Und das ist tatsächlich dann das regelungstechnische Modell für so ein einfaches System, wenn wir jetzt vernachlässigen die Rückwirkung des Ausgangs auf den Eingang.